Du hast damals unglaublich viel Zeit in den Basketball, also in den Sport investiert. Warst in der, ich darf es mal so zusammenfassen, erste Bundesliga, Nationalmannschaft, Rollstuhlbasketball, dann EM, WM und wolltest eigentlich zu Olympia. Und diesen sportlichen Traum, den hast du letztlich ja aufgegeben für die Social-Media-Aktivitäten, also für deinen YouTube-Kanal. Hast du das jemals bereut? Bereut habe ich es zum Glück nicht, denn ich habe über meine gesamte Jugendzeit hinweg sehr viele Turnhallen von innen gesehen und das wochenlang und das war schön. Also Basketball war mein Leben und dann hat mir aber doch auch so ein bisschen was anderes gefehlt und ich habe auch das Ganze mal ein bisschen parallel gemacht und gemerkt, wie viel ich Menschen auch mitgeben kann durch so ein banales YouTube-Video, was für mich vielleicht auch gar keinen großen Aufwand bedeutet hat, aber für andere einen Schalter umgelegt hat. Und dann habe ich gemerkt, ja, da kann ich noch super viel mehr machen und viel mehr lernen. Menschen irgendwie zuhören und selber ganz viel lernen und andere Zuschauer können daran teilhaben. Hier diese Zahlen, das ist ja gar nicht mehr greifbar, das muss man auch sagen. 400 Millionen Menschen, die da mal eingeschaltet haben, das ist unglaublich. Aber ja, das habe ich vielleicht so in der Ferne schimmern sehen und dann war das doch die richtige Entscheidung. Ja, man muss ja noch mal zur Erklärung sagen, deine ersten YouTube-Videos, die du gemacht hast, waren ja auch Filme über dein Leben als Rollstuhlfahrer und über letztlich über den Umgang mit der Erkrankung. Es ist juvenile Osteoporose, unter der du leidest. Stark. Das ist sowas wie die Glasknochenkrankheit, also die Knochendichte stimmt nicht und deswegen brechen die Knochen sehr schnell. War das dann nicht unglaublich, ich sag mal, riskant, Basketball zu spielen? Ich erinnere mich, dass wir in der Schule immer taten einem die Hände weh, dann kriegte man irgendwie den Ball ab und so. Also du warst kein vorsichtiges Kind, oder? Nee, also ich war, sonst hätte ich eigentlich im Bett liegen müssen mit Decke drüber und das wäre aber auch kein Leben gewesen. Und deshalb war meine Entscheidung auf jeden Fall rauszugehen und was zu erleben, Sport zu machen. Und diese Knochenbrüche hatten für mich aber auch immer so eine ganz, ganz andere Art, wie ich damit dann mein Leben irgendwie umbasteln konnte. Weil jedes Mal, vielleicht kennst du das oder die Zuschauer, wenn einem was wirklich Schlimmes passiert, ein Schicksalsschlag, dann hat man so das Gefühl, aus diesem ja, Dahinleben mal kurz aufzuwachen. Auch wenn das weh tut, so. Die Highlights sind leider ein bisschen seltener, aber an was Tragisches erinnert man sich. Und ich weiß das noch ganz gut, wie ich das irgendwann verstanden habe, dass jedes Mal, wenn mir ein Knochen bricht, ich praktisch wieder wach werde und verstehe, wie wertvoll dieses Leben ist, wie wertvoll Gesundheit ist. Ich habe meine Pläne immer wieder dann neu gestrickt und neue Ziele gesetzt und das hat mir so viel Antrieb gegeben, auch wenn das mehrere Dutzend Knochenbrüche waren. Ich sehe auch das Gute da drin und habe mich dementsprechend auch nicht zu Hause versteckt. Wie viele Knochenbrüche waren das? Insgesamt 65 Knochenbrüche. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir ein Video gesehen, wo ich dachte, oh, da ist ja nicht nur Optimismus angesagt, da ist ja Hoffnung angesagt. Das würden wir gerne noch zeigen. Ja, klar. Und zwar sieht man dich dort laufen. Also du übst laufen mit deinem Trainer. Ist das eine reelle Vision, dass wenn du ganz viel übst und trainierst, dass du vielleicht wieder laufen kannst? Vielleicht nicht joggen, vielleicht nicht rennen, aber gehen. Naja, das da ist schon eine Welt für mich. Und mittlerweile geht auch noch mehr. Ich bin ja täglich dabei. Und ich muss auch sagen, auch wenn das gerade ältere Menschen oft anders erwarten, laufen können, ist nicht mein Lebenstraum. Ich habe andere Träume und andere Ziele. Ich führe ein sehr glückliches Leben. Aber das wäre schön. Also es wäre ein schöner Bonus und deshalb arbeite ich dafür. Ich glaube, ich spreche für alle in der Runde. Hier wird schon genickt, wenn ich sage, wir wünschen dir so viel Glück und Erfolg bei allem, was du tust. Danke für deinen Besuch bei uns. Danke. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt's das ganze Video.